Meine beiden letzten Käufe, die waren, die ihr ja hier gesehen habt, die Mediabox, die so teuer waren, die waren beschädigt. Also ich habe in letzter Zeit beschädigte Mediabox bekommen, die eigentlich von den Verkäufern eigentlich als tipptopp angepriesen wurden auf Facebook. Und zwar ist die Rede erstmal von Voodoo, was ich mir letztens gekauft habe, in diesem schicken Mediabook-Cover. Da hat der Verkäufer gesagt, das ist tipptopp, an dem ist nichts dran, es ist tadellos, keine Macken, nichts. Da kommt es bei mir zu Hause an und das hat hier oben, kann man das sehen, eine Delle. Hier oben eine Delle. So, dann hat es hier am Spine, hat es hier so ein, ach, kann man jetzt nicht sehen, aber hier so ein Strich. Hier ist so ein komischer Strich, so ein Kratzer. So, und dann hinten hat es hier, wo da vorne, da, die Stelle da, eingedrückt. So, kann man genau sehen. Da, die Stelle da. Von diesen Macken wusste ich nichts. Ich habe den Verkäufer darauf angesprochen, dass er nicht ehrlich zu mir war, dass er so eine Scheiße mit mir abgezogen hat. Hätte ich von den Macken gewusst, dann hätte ich das Mediabook gar nicht gekauft. Das war richtig teuer. Ich hätte das gar nicht gekauft, das Mediabook. Das hat 200 € gekostet. Mein Voodoo-Cover. Ich hätte das sonst nicht gekauft. Ich konnte mir das auch nur leisten, weil ich meine Wrong-Turn-Box verkauft habe. Mit den gesigneten Covers, die Wrong-Turn-Box. Darum konnte ich mir dieses Cover leisten, weil ich die verkauft habe, OVP. Er antwortet mir auch nicht mehr, der Verkäufer. Ich hab ihm geschrieben, dass er nicht ehrlich zu mir war. Wenn ich davon gewusst hätte, hätte ich das nicht gekauft. Ich möchte keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Aber er kann mir doch wenigstens mal antworten. So ein Arschloch, ey. Mann, ey. Die Macken hier, die dieses Mediabook jetzt hat, das mindert den Wert einfach nur. So ein Dreck, ey. Und warum habe ich bei solchen tollen Mediabooks so ein Pech? So, dasselbe ist auch hier mit der Fliege. Mit dem Fliege-Mediabook. So, er hat mir Bilder geschickt, die waren alle okay. Die waren alle okay, die Bilder. Nur hier unten, da ist eine Ecke umgeknickt. Davon habe ich auch nichts gewusst. Alter, was ist da bloß für beschissene Verkäufer, Alter? Die nicht ehrlich zu einem sein können. Und die einen sowas verschicken. Sowas verkaufen. Mit solchen Macken. Und dann so teuer. Ich will ein makelloses Mediabook haben. Diese beiden Covers, die will ich makellos haben, einfach nur. Und nicht hier, dass sie beschädigt sind, Alter. Oh. So, und dann habe ich natürlich noch Leute auf meinem Kanal, die mich haten müssen, die so eine dreckigen Kommentare schreiben müssen. Du hast nur scheiß Mediabox und all sowas und ich wurde doch schon beleidigt und das musste echt nicht sein, Alter. Ich will einfach nur meinen Spaß haben an Videos drehen. Ich habe auch meinen Spaß daran. Ich möchte keine Probleme haben hier auf meinem Kanal. Ja, und diese beiden. Es muss endlich aufhören, dass ich ständig von irgendwelchen Leuten immer gehatet werde. Das ist nicht mehr schön, Alter. Ich habe darauf keine Lust mehr. Mann. Ich wollte mich eigentlich nicht so aufregen, Alter. Ich wollte mich nicht so aufregen, aber ich wollte mich eigentlich gar nicht triggern lassen von solchen Leuten, Alter. Ich wollte mich gar nicht triggern lassen, ist so. So, okay, darum wollte ich reden. Von meinen beiden Mediabooks, dass sie beschädigt waren, dass ich das überhaupt nicht in Ordnung finde. Okay. Ja, es musste mal gesagt werden, auch mit den Hatern auf meinem Kanal. Welche kennen mich von Facebook und dann denken die auf Facebook das gleiche wie auf YouTube. Also, ja, wie gesagt, beleidigt wurde ich schon und dann mit so eklige Kommentare gab es da schon auf meinem Kanal. Den Namen will ich nicht nennen. Ich glaube, die Leute wissen, von wem ich rede. Okay.
Dieses Video wird bestimmt wieder Daumen runter haben. Ja, bestimmt wieder. Von den ganzen Leuten da draußen. Ich glaube, von so drei, vier, fünf Leute, die geben mir immer einen Daumen nach unten. Aber zum Glück habe ich ja noch treue Abonnenten, die geben mir noch einen Daumen nach oben. Daran sehe ich dann, dass ich meine Arbeit gut mache. Was heißt Arbeit? Ist ja keine Arbeit. Dass ich mein Hobby, ist das ja mein Hobby, dass ich das noch gut mache. So vor der Kamera alles machen, so unboxen und so. Das fällt mir auch nicht leicht alles. Ja, okay. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Ich werde jetzt nach meinen Eltern. Da gibt es jetzt schön Essen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.